Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich von der Firma Hänsch für ein Videoprojekt ein kleines Paket erhalten. In diesem enthalten sind die Hänsch Sputnik SL. In diesem Video möchte ich euch einmal genauer die technischen Daten dieser Blitzer bzw. dieser Warnanlage vorstellen und allgemein einmal über die Blitzer gucken. Im nächsten Video werden wir gemeinsam die Blitzer einbauen und da werde ich euch auch nochmal mitnehmen. Um das Ganze einfach nicht zu lange zu gestalten, habe ich das jetzt auf zwei Videos aufgeteilt, denn wahrscheinlich wird das Einbauvideo etwas länger dauern. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal den Lieferumfang der Blitzer an. Das hier ist der Karton, in dem ihr die Warnanlage bzw. die Blitzer geliefert bekommt. Wie man hier schön sehen kann, ist das die Ausführung horizontal mit Universalhalter. Es gibt verschiedene Ausführungen davon, zum Beispiel für Festeinbau bzw. auch für senkrechten Einbau eben in den Kühlergrill. Wie gesagt, hier die Ausführung horizontal Universalhalter und natürlich in der Ausführung gelb. Wenn ihr den Karton öffnet, kommt euch einmal sämtliches Pamphlet entgegen. Wir haben hier einmal die, ja, hier zum Beispiel Montagehinweis und dahinter kannst du mal rausholen. Also wie gesagt, wir haben hier einmal den Montagehinweis. Dann die Montageanleitung für den Universalhalter und ganz zum Schluss noch eine Betriebsanleitung, wo dann auch drin steht, wie es verwendet werden darf und wie es dann eingebaut werden soll. Dann relativ unspektakulär verpackt, sage ich mal, in einem einfachen Pappkarton, die Blitzer an sich. Das sind zwei Stück, wie gesagt. Die kommen hier eben in diesem Karton. Wenn wir die mal rausnehmen, dann sehen wir auch schon, an den Blitzern ist am Ende schon ein Stecker befestigt und das passende Gegenstück dazu finden wir im Karton nochmal. Also wir haben hier quasi, die sind wasserdicht. Ich weiß leider jetzt gerade den genauen Namen nicht, aber wie gesagt, es sind wasserdichte Stecker mit den dazu benötigten Dichtungen und auch hier nochmal Blindstopfen, die blauen hier. Um einfach das Ganze, wenn man hier quasi nur drei Anschlüsse belegt, den vierten blind zu machen, mehr oder weniger, damit da einfach auch kein Wasser reinkommt. Aber das ist im Lieferumfang enthalten. Und wie gesagt, die zwei Blitzer. Wir können uns hier einmal die Universalhalterung genauer anschauen. Der Universalhalter ist im Prinzip relativ einfach zu erklären. Wir haben am Blitzer selbst am Außen jeweils zwei Löcher, um einen Festeinbau auch vorzunehmen. Und auf das Ganze ist diese Universalhalterung drauf montiert. Das sind im Endeffekt ein Halter, der fest dran verschraubt ist und hier oben ein Teil, das man eben vom Winkel her, man kann es jetzt hier sehen, man hat jetzt hier einen 90 Grad Winkel und dann kann man den Winkel quasi verstellen, wenn man es in den Kühlergrill einbaut. Ist ganz einfach, man löst hier diese Schraube und kann es dann bis zu 60 Grad verstellen. Wenn man nun die Blitzer ohne diese Universalhalterung festschrauben möchte, hat man eben hier die Möglichkeit, indem man die einfach runterschraubt, über zwei Schrauben außen jeweils das Ganze zu fixieren. Man muss allerdings aufpassen, hier hat man eine maximale Einschraubtiefe von 5 mm. Die einzelnen Blitzer bestehen jeweils aus einem soliden Aluminium-Gussrahmen, hierbei eben mit dieser Universalhalterung dran. Hier hinten ist der Aufkleber mit der Chargennummer, der E1-Kennzeichnung und weiteren Daten. Hier seht ihr, kommt der ganze Kabelbaum raus. Der ist auch soweit quasi fixiert oder geklebt, dass da kein Wasser reinkommt. Das ist eben auch die Zertifizierung, die dieser Blitzer hat. Ihr könnt da drauf mit einem Hochdruckstrahler gehen und der ist dafür ausgelegt. Des Weiteren ist er natürlich dementsprechend wasserdicht bis zu einer bestimmten Zeit, sag ich mal. Wenn man hier schon schön sehen kann, wir haben 6 Hochleistungs-LEDs mit drin, die natürlich durch diese Frontscheibe gebrochen werden und somit nochmal auffälliger sind. Ja genau, und wie gesagt, der Kabelbaum endet dann in einem wasserdichten Stecker, der sich, das sind jetzt hier diese Blindstecker, quasi einfach, werden einfach zusammengeschoben und fertig. Diese Blindstecker sind ungefähr so wie diese Power Seal oder Ultra Seal Steckverbinder.
Ich kann euch mal einen Link unten reinpacken. Die sind echt nicht billig, aber wie gesagt, die sind wasserdicht. Genau, und aus jedem Blitzer kommen 4 Leitungen raus im Kabelbaum. Einmal die Masse, die Versorgung, die Synchronisationsleitung und eine Universalleitung. Die Synchronisationsleitung und die Universalleitung sind für verschiedene Programmierungen zuständig. Wer das allerdings genauer wissen möchte, kann sich da mal einlesen. Ja, soweit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Falls ihr noch Fragen zu diesen Blitzern habt oder allgemein, stellt sie mir einfach unten in den Kommentaren oder per Privatnachricht. Ansonsten, wie gesagt, demnächst kommt dann das Einbauvideo dazu. Dort werden wir auch nochmal genauer auf die Blitzer eingehen. Aber ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.